Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ende des Monats, also natürlich wieder das Meta-Ranking. April 2016. Hat sich eine Menge getan. Banlist ist endlich rausgekommen. Neues Set, Shining Victories, kommt auch raus. Heute Sneak. Ziemlich schlechter Zeitpunkt, weil das dann immer mit dem Meta-Ranking sich überschneidet und dann muss ich das irgendwie mit in das Meta-Ranking integrieren, obwohl es eben noch theoretisch gar nicht draußen ist und sich noch gar nicht drauf eingewirkt hat. Aber muss ich es halt trotzdem irgendwie mit einbeziehen, ansonsten kommen zu viele Kommentare zwecks des Boosters. Auf jeden Fall heute Sneak. Falls ihr in der Nähe von München oder in München wohnt, schaut vorbei. Ansonsten schaut halt bei Organ Shops vorbei. Und am Sonntag, also in 8 Tagen, veranstaltet Chong sein erstes Turnier als TO. Mehr dazu bei unserem TBT Real Talk. Fängt ja an, mehr Turniere zu organisieren und sowas. Und da veranstaltet er halt ein Display-Turnier. Preise gibt es zu Shining Victories. Mehr dazu in unserer Beschreibung oder auf unserer Facebook-Seite. Ansonsten fangen wir mal an mit der Liste im Meta-Ranking. Da haben wir auf Platz Nummer 10 die Red Raptors, Überfallraptoren. Theoretisch schon ein ziemlich altes Deck. Also relativ altes Deck, was bisher nie was gerissen hat. Es kommt immer wieder ein neuer Support, aber der war bis jetzt immer sehr enttäuschend. Und jetzt bekommen sie wieder Support. Ultimate Falcon ist mit dabei. Und neues Bossmonster ist auch auf unserer Top 10 gewesen. Und anscheinend können die jetzt ein bisschen mehr. Mal schauen. Diesen Monat neu im Meta-Ranking. Und ich denke mal, man wird die ein bisschen ab und zu sehen. Dann haben wir auf dem 9. Platz ein interessantes Deck. Synchro Fusionist. Jetzt neu auf Platz 9. Hatte ich so selbst nicht auf dem Radar, auf dem Bildschirm, aber hab davon gehört. Wurde mir vorgeschlagen, dass ich das auf den 9. Platz setzen sollte. Synchro scheint noch nicht tot zu sein. Macht auf jeden Fall viel Spaß, immer viel Special und Rumgesperme. Ja, wenn ihr mehr zu dem Deck wisst, könnt ihr das wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann haben wir auf Platz Nummer 8 Clifford oder Cleanty. Jetzt neu gepusht mit der neuen Zauberkarte aus Millennium Spec, Card of Demise. Echt interessante Karte. Wir machen vielleicht noch eine Diskussion dazu. Ich habe die auch vor kurzem Bargish vorgeschlagen für sein Gravekeeper Deck. Also er war sehr begeistert davon und mal schauen, was für Decks, welche Decks die Karte ausnutzen können. Für Chong Stateller wurde das auch vorgeschlagen. Ist theoretisch auch nicht schlecht. Summon Deneb oder Summon Unukai und dann 1000 Karten Set und dann die Karte aktivieren. Und wenn man dann Altair oder so discardet, ist auch nicht so schlimm, weil man Call und Oase drauf machen kann. Also mal schauen, ob vielleicht packt Chong sein altes Satella-Deck wieder aus. Dann haben wir auf Platz Nummer 7 die Bügelbots. Ihr seht bisher alle Plätze neu. Also es hat sich echt eine Menge getan. Bügelbots bekommen neue Spielfeldzauberkarte. Haben wir bei dem TPT React zum Set sind wir da drauf eingegangen und dann noch 009. Der war auch in den Top 10 der besten Karten aus Shining Victories mit dabei. Tati hat das Deck zwar aufgegeben, aber nicht weil es schlecht war oder so, sondern einfach weil er keine Zeit dafür hatte und einfach sein Interesse, seine Zeit in Cosmos stecken will. Und ab und zu BA. Ja, das gibt er wahrscheinlich auch auf. Beziehungsweise hat er schon aufgegeben, aber er will es nur nicht zugeben. Dann auf Platz Nummer 6, Order is Magician. Nachdem Dracopod halt geschwächt wurde, haben die Leute verschiedene andere Pendel-Varianten, Versionen versucht und andere Pendel-Engines. Und eins davon ist halt eben Order is und Magicians. Und Order is werden auch noch weiter Support bekommen. Kriegen auch in dem Set ein bisschen Support. Und mal schauen, wie stark die werden. Dann kommen wir zum 5. Platz. Wieder Mermel, genau in der Mitte. Hat sich eigentlich nichts geändert bei denen. Kein Push, kein Nerf. Also genau wie davor. Auf Platz Nummer 5, genau in der Mitte. Dann haben wir auf Platz Nummer 4 Pepe, aka Dracopulse. Wurde ja von der Banliste sehr stark geschwächt. Aber die Leute geben das Deck noch nicht auf. Und die Pendelmechanik ist echt zu stark. Also das Deck ist auf jeden Fall noch nicht tot. Mal schauen, was die Leute mit den Resten basteln können. Zum Beispiel diese neue normale Pflanze Tuner wird in dem Deck gespielt mit Die und Painful.
Stack ist auf jeden Fall nicht tot und da geht auf jeden Fall noch was. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 Burning Abyss, Phantom Knights. Meiner Meinung nach das stärkste Deck momentan, bevor das Set halt rauskommt. Aber wie wir alle wissen, beste Karte aus dem Set wird diese Cherry Blossom sein. Die zerstört halt BR, also theoretisch zerstört das BR. Mal schauen, wie effektiv das dann in der Realität dann sein wird. Dann haben wir auf dem zweiten Platz gestiegen, die Monarchen. Monarchen wieder zusammengefasst zu mit Extra Deck und ohne. Wobei die Variante mit Extra Deck immer beliebter wird und auch echt explosiv ist. Mit Brilliant Fusion und so kann das echt abgehen. Und ja, wird auch in diesem Format auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten sein. Dann kommen wir zu Platz Nummer 1. Das wird Tati freuen. Er hat mir immer noch nicht verziehen, dass ich letzten Monat Cosmo auf Platz 4 getan habe. Zwar Platz Nummer 1 diesmal Cosmo. Neue Karten. Wir haben drüber geredet, einen TBT React haben wir dazu gemacht. Mal schauen, wie stark die werden, aber es sieht auf jeden Fall gut aus für Cosmo. Vor allem mit der neuen Zauberkarte. Fire King Island, die eigentlich nicht für Cosmo gedacht ist, aber trotzdem sehr stark für die ist. Das war das Meta-Ranking für diesen Monat. Wie immer, hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr von den Plätzen haltet und welche Decks ihr auf welchen Platz getan hättet. Schaut bei der Sneak vorbei, holt euch neue Packs und schaut bei Chunks Turnier vorbei, wenn ihr könnt, wenn ihr in der Nähe wohnt. Ansonsten, wie immer, leidet nicht und vergesst nicht Yu-Gi-Oh! Serious Business. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mich.